Willkommen zu meinem Freitagsvideo. Entschuldigt, ich war mir gerade nicht richtig mehr sicher, welchen Wochentag wir haben. Ja, heute möchte ich mit euch ein Thema reden, das zurzeit auch bei mir im Leben wieder etwas aktueller ist. Aber naja, ich lege jetzt einfach mal los. Wenn wir Kinder sind, werden wir ständig gefragt, was willst du denn eigentlich mal werden, wenn du groß bist? Und ja. Das ist eigentlich echt die, mit Abstand, entschuldigt, dass ich das jetzt so sage, aber das ist die dämlichste Frage, die man stellen kann. Weil diese Frage impliziert ja schon, dass man noch nichts ist. Aber man ist ja von dem Moment, wo man auf der Welt ist, ist man ja etwas. Man ist ein lebendes Wesen und man ist ein Mensch und man ist einfach. Und ich finde deswegen diese Frage schon immer doof. Aber was ich noch dümmer finde, ist die urteilende Art der Menschen heutzutage oft. Weil ich war schon, als ich 5 oder so war, wusste ich schon, was ich werden will, wenn ich groß bin, nämlich Hausfrau. Hausfrau und Mutter im Idealfall, aber im Hauptsinn erstmal Hausfrau. Und ich habe immer, wenn ich diesen Satz gesagt habe, habe ich nur eine Antwort bekommen: Möchtest du nichts Gescheites werden? Da habe ich mir immer so gedacht, es ist doch was. Und vor allem, was die meisten gar nicht beobachten, ist, ich habe meine Mutter Tag ein, Tag aus beobachtet, wie sie den Haushalt gemacht hat. Und mal ganz ehrlich, Hausfrau und Mutter ist der wirklich einzige Beruf in der Welt, der 365 Tage geht. Weil meine Mutter hat keine Weihnachten, sie hat keinen Ostern, sie muss immer irgendwas Haushaltmäßiges machen. Und wenn es nur ist, dass sie den Abwasch macht oder was zum Abendessen aufwärmt. Entschuldigt. Aber irgendwas musst du immer machen. Und das habe ich als Kind schon gesehen, wie viel Arbeit meine Mutter eigentlich Tag für Tag hat. Und ich fand es damals schon immer total fies und gemein und doof, wenn die Leute gesagt haben, Hausfrau und Mutter, das ist doch kein Beruf. Und ich habe auch oft bemerkt, wenn andere Mütter gesagt haben, sie sind Hausfrauen, dann haben die sich dafür geschämt teilweise, richtig geschämt, dass sie nichts mehr machen. Und das, finde ich, ist so ein Fehler. Ich finde, die Welt ist so von diesem ganzen, ja, Gleichberechtigungsding eingelullt worden, dass wir gar nicht mehr bemerken, dass wir eigentlich an und für sich nicht mehr das tun, was wir eigentlich manchmal tun sollten. Und manchmal ist es einfach gut, wenn eine Mutter daheim ist und sich um ihre Kinder kümmert. Und ich sage ja nicht, es muss bis ans Ende aller Tage nur für die Kinder da sein. Aber ich meine einfach, manchmal ist es schön, wenn die Mutter zumindest die ersten paar Jahre da ist. Und ich finde es einfach so unfair, dass wir durch das, dass so viele, durch diese ganze Gleichberechtigungsgeschichte es verlernt haben, als normal zu befinden, dass eine Mutter daheim bleibt. Weil ich sage ja auch nicht, ich finde es total anormal und gestört, wenn man immer nur zum Arbeiten geht und die Kinder daheim vergisst. Weil ich finde, beide Methoden sind gut. Jede Mutter und jede Elternpaar muss für sich wissen, wie es am besten für sie ist. Aber ich finde einfach nicht fair, dass dann außenstehende Leute da kommen und sagen, Hausfrau, Mutter ist ja kein Beruf. Oder ist ja keine Arbeit. Weil wer hat das Recht zu urteilen, was ist ein Beruf, was ist eine Arbeit? Und was ist wirklich harte Arbeit? Weil für den einen ist es keine harte Arbeit, der kann riesengroße Steine durch die Gegend schleppen, ohne dass es ihn zum Schwitzen bringt. Und dann ist es für den ja keine körperlich schwere Arbeit an sich. Und der andere, der muss die Steine schwer schleppen und für den ist es dann schwere Arbeit. Also warum sind wir einfach an einem Punkt angelangt, wo wir es für in Ordnung halten, dass wir Leute, die einfach sagen, ich möchte zu Hause bleiben, ich möchte nicht in die Welt da draußen, in die Berufswelt gehen und da irgendwas Großartiges machen und ich bin einfach damit zufrieden, wenn ich eine kleine Familie manage. Wieso dürfen wir das nicht mehr sagen? Und ich musste jedes Mal, wenn ich gefragt wurde, was ich werden will, musste ich mir irgendwas aus den Fingern saugen, weil ich einfach nur nicht, keine Lust mehr irgendwann hatte auf dieses ewige, ach Gott, Kind, du kannst doch keine Hausfrau werden, du musst doch was Gescheites lernen. Ich meine, mal ganz ehrlich, ich kann inzwischen sehr viele Sachen im Haushalt. Ich kann spülen, ich kann kochen,
Ich kann sehr gut kochen. Ich kann nähen und ich kann staubsaugen, wenn der Staubsauger leise ist. Entschuldigt, aber meistens fege ich einfach nur mein Zimmer mit so einem Spezialplastikkamm, mit einem Plastikbesen, der dann den Staub richtig gut zusammenfegt und alles, aber dabei einfach viel leiser ist. Aber ich kann einfach solche Sachen. Ich kann auch den Boden putzen und sowas. Ich meine, in meinem Zimmer, okay, heute darf ich es nicht sagen, aber normalerweise liegt in meinem Zimmer auch kein Staub. Und ich finde es einfach so unfair, dass das nicht als Arbeit angesehen wird. Obwohl, ich glaube, es gibt in meinen Augen sehr wenige Arbeiten, die so schwer sind, wie ein Haus sauber zu halten. Wie dafür zu sorgen, dass man muss immer wieder rausgehen, man muss immer wieder Einkäufe erledigen, man muss einen Überblick über die Finanzen haben. Ich meine, mal ganz ehrlich, meine Mutter würde ich zutrauen, dass sie eine Riesenfirma leitet, weil meine Mutter schafft es ja auch, unsere Familie zusammenzuhalten und hier alles am Laufen zu halten. Ich glaube, ich kenne niemanden anders in meinem Umfeld, dem ich wirklich so viel zutraue wie meiner Mutter. Mal ganz ehrlich, wenn man mich fragt, und wer schafft, einen Berg hochzuheben, ich würde sagen, meine Mutter. Ich meine, ich sehe auch, dass mein Vater sehr hart arbeitet und er bringt das Geld nach Hause und das ist alles für mich wirklich bemerkenswert, weil sie beiden sind einfach wie Zahnräder. Sie funktionieren ineinander einhakend und der eine würde nicht so gut funktionieren ohne den anderen. Und es ist einfach sowas, wo ich denke, ja, das ist der beste Beweis dafür, dass Hausfrau, Mutter auch ein Beruf ist und auch ein Job ist und auch viel Arbeit heißt, aber eben auch wirklich eines der lohnenswertesten Sachen ist. Ich meine, als Hausfrau und Mutter kriegst du jetzt kein Gehalt, aber mal ganz ehrlich, meine Mom kriegt dafür auch andere Sachen, sowas wie Zeit miteinander oder den Rest von meinem warmen Käse. Entschuldigt, ich habe hier auf dem Teller einen warmen Käse und den würde ich jetzt eigentlich gerne essen, aber ich wollte einfach schnell das Video jetzt machen und ich war gerade so in einem Schwung drin. Also, ja. Und für mich ist es einfach eine Sache von, ich finde, Gleichberechtigung heißt, dass wir nicht nur gleichberechtigt sind, die gleichen Jobs zum gleichen Gehalt zur selben, mit selber Leistung zu bringen, sondern für mich heißt auch Gleichberechtigung, dass wir einfach auch mal akzeptieren, dass Menschen nicht in die Arbeitswelt wollen, dass Menschen andere Wege gehen wollen, dass manche Leute, ich zum Beispiel, also ich bin jemand, ich weiß, dass ich nie in einem Job glücklich werde. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich irgendwann mal in die Arbeitswelt reingehen sollte, jemand sein, der alle paar Jahre seinen Beruf irgendwie wechselt, weil ich einfach das Gefühl habe, sonst zu viel Stillstand zu haben. Und ja, ich weiß noch nicht, wie es sein wird, weil ich noch nicht drin bin, aber im Moment bin ich eine Hausfrau und ich lebe gerade meinen beruflichen Traum und ich finde es schön. Und ja, es das heißt einfach auch manchmal, seinen Traum leben zu können, ist manchmal einfach schöner, als sich verbiegen zu müssen, nur weil man der Masse sich anpassen will. Ja, gut. Das war eigentlich alles, was ich dazu sagen wollte. Mir fällt da jetzt auch nicht mehr großartig was ein. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr das ähnlich seht. Wenn ja oder auch nein, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Sagt mir, wie ihr das seht. Würdet ihr auch sagen, dass es schade ist, dass wir heutzutage an einem Punkt angekommen sind, wo einfach das sich um die Kinder kümmern oder einfach nur um den Haushalt zu kümmern, als faul betrachtet wird schon teilweise und als Nichtstun? Oder findet ihr auch eher, dass Hausfrau und Muttersein eines der schwierigsten Berufe und Jobs ist, die ihr euch vorstellen könnt? Ihr könnt mir das alles gerne schreiben in die Kommentare oder schreibt mir auch gerne auf Twitter oder auf Facebook oder eben eine E-Mail an diebell.rietmann@outlook.com. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns hoffentlich mit etwas weniger schwierigen Themen am nächsten Mittwoch. Bis dahin, tschüss!